Hey Leute, willkommen zu weiteren Badlands Royale Video und zwar, ja, mal wieder eine neue Folge seit ein paar Tagen oder Wochen vielleicht auch schon wieder. Und ja, auf jeden Fall sorry Leute und sorry Willow vor allem, dass längere Zeit keins mehr kam. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier schon Level 21, neu in Season 5, richtig nice. Und ja, Battle Pass habe ich mir auch gegönnt, glaube ich, im letzten Badlands Video. So. Okay, ich kann mal ganz kurz die Werte von mir zeigen. Nicht hier. Hier ist die Bestenliste. Oh, ich komme gerade gar nicht mehr drauf klar. So, okay. Muss ich mal schauen. Einstellungen. Da kann man euch die Werte nicht finden. Wo war es mit den Werten? Ich denke, das war irgendwo. Ja, aber Kämpfer und dann. Da waren Waffen und da waren die Werte. Genau, sehr schön. 2064 Gesamtkämpfe. Mit endlich mal 100 Wins hat endlich geschafft. 110 mittlerweile. Sehr, sehr schön. Und 2056 Gesamtkills. 59 Doppelkills und auch 0 Dreifachkills. 7392 gesamte Gegenstände. 5222 gesammelte Waffen. 142 Vorratslieferungen und 143 Vorratskisten. Da bin ich schon bei Vorratskisten schon weiter als beim Vorratslieferungen. Schon echt krass. Weil bei den Vorratslieferungen, die sammle ich jetzt so gut wie nie ein. So, okay. Let's go. Wenn man die täglichen Quests mal erledigen. Besten Lauf der gesamte Distanz. Das ist ziemlich leicht. Kann ich mir easy 100 EP abstauben. Werde ich gleich machen. Erzielt Schaden an beliebigen Waffe. Sehr schön, Leute. Das werden wir heute auch easy schaffen, genau. Was die ärztliche Anordnung ist, weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es sollte es mit der Gesundheits, Setz, Gesundheitssetz heilen sein, die Quest. Glaube ich zumindest, wenn ihr genau wisst, was ist, ob es das mit dem Gesundheitssetz heilen ist oder was anderes, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn es auch mit diesem Gesundheitssetz ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber man sieht es schon an dem Name des wöchentlichen Rätselquests, ärztliche Anordnung. Also wenn das nicht mit Gesundheitssetz ist, weiß ich auch nicht. So Scars wählen in Duo und so weiter eben, das ist aber gerade nicht so wichtig, weil ich eh so gut wie nichts schaffen. Vielleicht, dass man jetzt hier Schaden mit einer beliebigen Waffe, das kann vielleicht sein, aber den Rest wohl eher nicht. Okay, Leute, ich würde mal sagen, Leute, ich kann gar nicht mehr reden. So, ich würde mal sagen, werde ich erstmal die Quest jetzt hier versuchen zu erledigen, und zwar die tägliche laufende gesamte Distanz und jetzt hier Schaden mit einer beliebigen Waffe und ja, bis gleich. So, Leute, auch easy Mün geholt, sehr schön, Levelaufstieg. Neuer Rang, Level 22, erreicht, sehr schön, einen neuen Fallschirm, sehr nice, und 50 Battlebugs. Die nächste Belohnung für Level 23 wären dann 50 Battlebugs und 5-mal so ein, wie soll ich sagen, kann man Karten sagen, weiß nicht, irgendwas, irgendwelche Karten oder so für diese Flagge da, keine Ahnung, wie das heißt, wie man das nennen kann, so, auf jeden Levelaufstieg. Quests haben wir leider nicht erledigt. Wir haben wirklich 8 Camper besiegt. Echt jetzt? Haben wir nicht wirklich 8 Kills gemacht, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir höchstens 4 oder so gemacht haben. WTF, als ob wir echt. Es kann überhaupt nicht sein, als ob wir wirklich 8 Kills gemacht haben. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das hat sich aber wirklich jetzt einen Screenshot verdient, ist wirklich, ne? Das hat sich wirklich einen Screenshot verdient. Ganz klar, ganz klar. Krass, Alter. Ich dachte, wir haben höchstens so 4 Kills oder so. Als ob wir die 8 Kills haben, das ist ja wirklich krass. Auf jeden Fall mein Rekord war 6 oder 7 Kills, höchstens. Alter, krass. OMG. Ja, ich weiß, Leute, ihr habt wahrscheinlich hier über 10 Kills pro Runde auf jeden Fall als Rekord schon easy, aber für mich ist schon ziemlich krass auf jeden Fall. Und da ist der nächste Win, Easy Going am Start, richtig nice auf jeden Fall. Einfach der nächste Win. Richtig nice. Hintereinander leider nicht, aber fast auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Und diesmal sollten wir nicht 8 Kills oder so haben. Ich glaube nur so, ja, 5 Kills auch sehr nice. Und nun mal, oh, einfach 100 EP, einfach nur geil. 100 EP, einfach nur nice. Einfach nur nice und plus 10 Kill-XP-Bonus. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Okay, eine Quest haben wir schon mal erledigt. Müssen wir noch mit den Laufe Distanz nochmal erledigen. Mal gucken, wie weit wir jetzt mal sind. Mal schauen, wie weit wir ja schon sind. So, oh, sind wir fast durch schon. Da fehlen noch 155 Sekunden oder sowas, genau. Okay,
Let's go. So, Leute, in dieser Runde leider nur dritter Platz geworden. Echt schade. Dafür aber wieder 8 Kills. Einfach nur krass auf jeden Fall. Plus 16 Kill XP Bonus. Plus 20 Match XP und plus 50 Herausforderungs XP. Auch die Quest ist abgeschlossen. Sehr schön. 100 EP noch durch die Herausforderung. Sehr schön auf jeden Fall. So, auf jeden Fall eine sehr schöne Folge Badlands auf jeden Fall. Zwei Wins geholt, einmal dritter Platz. Ja, zwei abgeschlossene Quests kann man sich schon geben auf jeden Fall. So, okay. Sehr, sehr nice. Die wöchentliche Quest jetzt mit erzielt Schaden einer lieblichen Waffe werde ich wahrscheinlich schaffen. Mal gucken. Und du besiege den letzten Kämpfer in einem Scharfschützengewehr. Mal gucken auf jeden Fall. Ob ich da Luck habe und dann Kill bekomme mit Scharfschützengewehr, das wäre richtig cool. Und musst du einen Win holen und den Gegner musst du und nicht dein Mitspieler killen. Musst du killen mit dem Scharfschützengewehr, das ist echt schwierig. Aber naja, das gebe dann 200 EP, okay. Okay, Leute, ich glaube, das war's mit diesem kleinen Balance Royale Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.